Herzlich willkommen beim 99-Liga-Talk. Mein Name ist Sorka und an meiner Seite der gute Venom, um nochmal die Offline-Finals jetzt Revue passieren zu lassen. Was war so dein allgemeiner Eindruck von den Offline-Finals am Samstag? Das war wirklich absolut stunning, wie man es immer so schön im Englischen sagt. Das war wirklich einfach nur ein Traum. Äh, 99 Damage, es gibt es ja wirklich schon sehr lange die Seite, vor allen Dingen auch jetzt die 99-Damage-Liga, haben wir jetzt schon in der 11. Saison gehabt. Wir haben jetzt kommt die 12. Saison und... Ja. Endlich, endlich, endlich die ersten Offline-Finals. Und das war natürlich ein Meilenstein für, für alle Beteiligten. Aber auch letztendlich haben wir auch Meilensteine gesetzt, was äh, den Esports äh, insgesamt, was die Leistung der Teams angeht. Ja, muss man auch sagen. Und wirklich unfassbar geil, wie es auch lief einfach. Also fast gar keine Probleme so für das debüt event von uns. Also super, wie es gelaufen ist. Und eine Minute Delay war, eine Minute Delay wurde am Ende gesagt und selbst die haben wir noch sehr schnell überbrückt, also schneller äh, gelöst, wie, wir, wie sie aufgetreten sind und dementsprechend kann man eigentlich nur zufrieden sein. Äh, natürlich im heimischen Wohnzimmer, da haben wir natürlich einen kleinen Vorteil gehabt, Klar. um das Ganze zu organisieren, aber trotzdem, äh, es kann immer was passieren und es ist sehr schnell wurde reagiert und es war einfach nur absolute Wahnsinn, also was zumindest das Organisatorische drumherum angeht. Ja, fand ich definitiv auch, war sehr beeindruckend zu sehen auch äh, als Produktion ja. und wir hatten am Ende auch einen schönen Sieger, nämlich Expert Esport. War das für dich vorauszusehen äh, vor Beginn der Finals? Ja, Vize Skrunk hat sich jetzt einfach gedacht, ich habe es jetzt herausgefunden, wie man gewinnt, und jetzt gewinnt er einfach immer nur noch. Ja. Nein, war für mich äh, so nicht vorherzusehen. Was für mich auf jeden Fall interessant war, oder insgesamt, für mich waren die Karten natürlich neu gemischt, dadurch, dass es offline ist. Das ist nochmal was ganz anderes. Richtig. Äh, überzeugend war da auch Berserk, die ihr erstes Match wirklich eskaliert sind. Also, das kann man, gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein. Äh, grundsätzlich aber ist Expert scheinbar wirklich für die Finals geboren. Also, die haben ja teilweise auch wirklich holprige Seasons, wo sie nicht so hundertprozentig safe äh, durchspielen, um letztendlich dominant ja. auf die Playoffs zu gehen. Aber in den Playoffs funktionieren sie. Und da ist natürlich auch immer wieder dieses System der Playoffs äh, ja, super viel mit Spannung äh, bespickt. Ja, definitiv. Und ähm, du hattest gerade schon angesprochen, Berserk im Auftaktmatch wirklich sehr stark gewesen, vor allem auch Mali in diesem Boah. Match. Ich glaube, äh, 28-14 oder so hatte er. Ähm, vorher in der Meisterschaft sah es noch nicht so gut aus auf den äh, Playoffs für Berserk. Aber wirklich historisch gesehen, oder zumindest für diese Season, ähm, Unicorns of Love, ein guter Gegner für Berserk, haben alle vier Matches gegen sie gewonnen. Ähm, hast du die da auch vorne gesehen? Ne, überhaupt nicht. Also was heißt überhaupt nicht? Nein, es wurden die Karten natürlich neu gemischt auf den Finals. Da ist natürlich immer wieder die Frage. Aber grundsätzlich, Unicorns of Love, die standen natürlich da mit ihren Stats 12-2. Die haben nur zwei Maps abgegeben, beide gegen Berserk, Das war natürlich so diese Storyline, ja. die für uns natürlich unglaublich interessant war. Ähm, aber dass es natürlich auch äh, so dominant geworden ist. Also ja. die erste Map war ja DEK, Start um 16 zu 8 gewonnen. Und dann auf dem eigenen Map Pick Overpass, wo Unicorns of Love eigentlich immer vorzüglich spielen, so äh, in den ganzen Online-Bereichen. Da gab es äh, gab's ein 16 zu 12, also Berserk war da auf jeden Fall äh, sehr stark. Man muss aber wirklich hervorheben, Mali hat ein unglaublich krasses Spiel gehabt, Tarzin hat auch richtig, richtig ausgeteilt und es hat einfach alles funktioniert. Also es sah auch nie spannend aus, sondern es war wirklich konstant, durchweg äh, hat Berserk da wirklich äh, ja, die Hosen angehabt. Ja, da war, das war das erste 2 zu 0 unserer Finals. Ja. Dann ging es weiter mit einem Best of Three, was auch über die volle Länge ging. Etwas knapper auf der letzten Map nicht mehr wirklich so, aber ähm, trotzdem auch auf Augenhöhe, oder? Definitiv. Äh, ich habe noch den Satz in Erinnerung von einem Panthers-Verantwortlichen, der gesagt hat, Map Nummer 1, das wäre es gewesen. Und das ist ja auch 16, 14 ist es ausgegangen auf Mirage. Ja. Super umkämpftes Spiel. Äh, ich bin wirklich immer überrascht. Also man liest natürlich das Lineup, man sieht Sonics, man sieht Patrick, Paddy, Red und Ultimate. Das sind natürlich alles Spieler, die jetzt schon über, über Jahre auch am Start sind, aber die halt nie irgendwie die großen Erfolge gefeiert haben. Aber sie halten jedes Mal mit und das konstant. Und man hat es jetzt auch gesehen, sie konnten die zweite Map für sich holen. DKG ja. ging da einfach mal an die Seite von Panthers und das zu Recht, wenn man nämlich später guckt, wie Expert gespielt hat auf Cash, war das wieder vorzüglich. Da haben mhm. sie aber einfach einen Gegner gekriegt, der ihnen überlegen war, und ich war schon überrascht, dass es so eng wurde. Ja, Expert, glaube ich, war auch allgemein nicht wirklich so zufrieden mit ihrer Cash-Performance da gegen ja. die Panthers, also wirklich eine ihrer besten Maps, und da hatten die Spieler auch selbst gesagt, was war da denn los, so ein bisschen. Ähm, ja, auf Entfernung haben sie sich natürlich wieder gefangen. Ich glaube, da sind sie auf jeden Fall sehr starke Führung gegangen, 13-2 auf der T-Seite und dann mit 16:7 geklost. Und, und dann auch da die Comeback-Mentalität von Panthers nochmal hervorzuheben. Also man muss ganz klar sagen, sie haben sich sehr, sehr gut präsentiert, waren sie sehr, sehr gut für dieses, für diesen Kern des Lineups. So, man hat einen sehr erfahrenen Sonics, der natürlich äh, guten Impact und guten Einfluss bringen kann. Aber grundsätzlich war das trotzdem, ist für mich immer noch so ein, so ein Projekt gewesen, wo ich gar nicht wusste, wohin es gehen soll. Ja. Das stimmt. Und im Finale dann eben Berserk gegen Expert Esport 2 zu 0, aber doch noch recht knapp geworden, beide Maps, oder? Äh, ich bin ein bisschen. Enttäuscht, was heißt nicht enttäuscht, sondern ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht über die volle Distanz gegangen ja. ist. Ein Grand Final ist natürlich immer was Schönes. Aber man muss einfach jetzt am Ende des Tages sagen, total verdient für Expert, dass sie das mit 2-0 beendet haben. Äh, die erste Map, die war wirklich holprig. Also da gab es einen Riesenfight. Nuke wurde mega umkämpft. Ja. Runde um Runde wurde da immer wieder abgetauscht. Am Ende hatte Expert dann wirklich so eine kleine Phase, wo sie nochmal, äh, ja, sag ich mal, den Sieg mitnehmen konnten. Ähm, Cash sieht relativ... Ähm, Knapp noch aus mit 16 zu 11. Da hat man aber wirklich eine, eine fulminante Halbzeit hingelegt bei Experten. Man sieht es 12 zu 3, äh, ist die erste Halbzeit ausgegangen. Man hatte zwölf city runden für sich holen können. Aber man weiß es natürlich, gegen manche Gegner sind diese vier Terrorrunden unglaublich schwierig. Und man muss ja auch sagen, Berserk hat es noch geschafft, sich elf Runden insgesamt zu ergattern. Wäre die erste Halbzeit nicht so ausgegangen, hätte es vielleicht noch was spannender werden können. Ja, und wahrscheinlich auch so der Mann des Finalspiels war wieder Scrunk. Wie bei den letzten äh, Finals der Night äh, Damage Liga. Da war auch schon wirklich super stark. Maschine. Das anderes kann man nicht sagen. Also, der hat wirklich die Finals komplett gerockt. Für mich auch wirklich da so dieser Spagat, wenn wir gleich zum MVP kommen, für mich ist Grunk auf jeden Fall auch eine Person gewesen, die es hätte verdient. Vor allen Dingen für das letzte Spiel, vor allen Dingen insgesamt für diese ganze Entwicklung von ihm, auch dass er jetzt zwei Seasons gewonnen hat. Aber wir gehen natürlich auch über die. Diese direkte Season und nicht über die letzten genau, Seasons, richtig. weil man sich natürlich dann auch dementsprechend entscheidet. Äh, Hammer Spiel. Ich bin am Ende oder nach der ersten Map bin ich zu ihm gegangen habe gesagt, wenn du mit der AWP jetzt noch was gerafft hättest, dann wäre es eine perfekte <laughs> Halbzeit gewesen. So. Und er meinte, ich bin übertrieben gut mit der AWP. Was sagst du? Ich habe beide angehittet und also er, er kann AWP spielen, aber es ist wirklich besser, hätte man es nicht spielen können. Ist einfach so. hat er ja. mega, mega, mega abgeliefert und äh, er hat es damit auch absolut mitentschieden. So. Ja, Im Siegerinterview mit mir hat er auch so ein bisschen spaßeshalber gesagt, er hat mittlerweile so oft schon Finale verloren, so deswegen kann er jetzt immer frei aufspielen und Finalspielen und es zeigt sich halt wirklich, er war immer gut jetzt in seinen letzten Finalspielen. Ist ja auch immer so eine Sache. Man, man lernt ja auch immer aus Niederlagen. Und wenn du so viele Niederlagen und so viele Enttäuschungen dann irgendwie mitgenommen hast, dann gehst du vielleicht auch echt mit Humor daran. Und dann ja. denkst du dir wieder, ey, irgendwie hat es mir doch was Gutes gebracht, immer zu verlieren. Vor allen Dingen für die Zukunft. Weil ich sag mal, zweck entwickelt sich ja auch immer mehr. Die Preisgelder werden Richtig. immer höher. Die Ligen werden immer äh, umkämpfter. Und wenn du da früh schon die Rückschläge erlebt hast, dann kannst du später genau. du auch größere Erfolge feiern. Und danach, nach dem Sieg von Expert Esport, hatten wir auch einen schönen Moment mit der Pokalübergabe. Ja. Fand ich ganz schön, äh, wie Knochen und Mipu da den Pokal übergeben haben. Knochen nochmal mit dieser kleinen Rede. Wie ja. fandest du als Caster die Finals nochmal? Emotional, emotional. Also auf der einen Seite war es einfach, äh, man, man sieht diese Riesenhalle, alles ist hergerichtet, jeder ist für ein Event da und dann steht da wirklich 99 Liga. Und du weißt. Alter, jetzt endlich ist die Liga wirklich gewachsen und langsam kommt sie dahin, wo sie auch hingehört. Ja. Äh, und äh, da muss man einfach sagen: Auch diese Professionalität, die dahinter steckt, welches Team da steht, welche administrativen Hintergründe wir haben, wie die Admins sich immer wieder den Hintern aufreißen für ja. das Ganze. Auf jeden äh, Fall. Es, hat sich, es war einfach rund, es war stimmig, es war toll und ich finde auch super, dass Knochen vorbeigekommen ist. Er hat natürlich 1900 Damage -19 ins Leben gerufen damals und er sollte auch letztendlich bei diesem Offline-Finals am Start sein. Aber auch Franz und Mipu, die im Hintergrund natürlich immer am Start sind, unser Projektleiter. Mipo. Es war einfach emotional und am Ende hat Mipo ja auch ein paar Tränchen verdrückt und ganz ehrlich, das hat es für mich abgerundet. Ja, das auf war jeden für mich. Fall. Ja. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänse. <laughs> so. War einfach, einfach nur schön, so muss man wirklich sagen. Klar, wir hatten keine Audience vor Ort, aber ehrlich gesagt, also es gab auch immer Feedback von den Spielern, die haben es echt genossen, dass es so familiär war. Man läuft aneinander vorbei, jeder redet Richtig, mit jedem, genau. Es ist nicht so, geht bitte da hinten am VIP-Bereich vorbei mm. und geht bitte in den Raum, sondern es war wirklich so ein Zusammenkommen und ja, einfach nur rund, einfach geil. Ja, Würde ich auch sagen. Am Ende des Jahres haben wir ja noch mit Audience und einmal jetzt noch ohne Audience. Genau, richtig. Ach, geht's in der Warsteiner Music Hall geht es dann, äh, ich glaube, sogar am 22. Dezember ist es. Da weißt du wahrscheinlich also, einen besseren Termin, weil ich bin bei Terminen sehr, sehr schwierig gerichtet. Also <laughs> Geburtstag ist auch eine Sache für mich. Ähm, ja, aber dementsprechend auch sehr wichtig für die Leute, die selber ambitioniert sind. Meldet euch an für Liga 12. Äh, wahrscheinlich auf die Finals wo Audience Stars werdet ihr es nicht mehr schaffen, selbst wenn ihr den perfekten Start habt. Aber spielt euch hoch und seid dann am Ende äh, auf einer Riesenbühne. Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn du es jetzt schon mal angesprochen hast, die Anmeldung für die Liga 12 ist nämlich schon wieder gestartet. Die läuft gerade. 543 Teams haben sich jetzt schon wieder angemeldet. Ey, innerhalb von, was waren das jetzt, 48 Stunden oder was ja, noch nicht richtig. mal? also es ist schon wieder enorm. Und es läuft noch 16 Tage, 6 Stunden, 39 Minuten und 32 Sekunden. Jetzt wisst ihr also genau, wann wir beide das hier aufgenommen haben. Ganz genau. Ja, ja meldet euch an. Es gibt wieder. Einige geile Matches dann, ne? Ja, definitiv und vor allem Cash. Das muss man vielleicht noch mal abschließend sagen. Stimmt. Cash verlässt natürlich Ist jetzt auch raus. die 19. Liga. Äh, wurde auch, ich glaube fast, wurde es in jedem Spiel gespielt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall, also im ich zweiten auf jeden Fall im dritten auf jeden Im dritten Fall und im ersten schauen wir mal ich jetzt ganz gerade schnell, nach. Weil wir haben ja hier äh, diese Expertise wurde auch gespielt. Ja, Alle drei merken, die, die deutsche die Szene halt. Ja, genau. <laughs> und, äh, uns wird jetzt auf jeden Fall eine Heimat Map fehlen. Also das muss man ganz das klar stimmt, sagen ja. und die Frage ist, wird Vertigo äh, wie oft wird Vertigo in der laufenden 99 Damage liga Season äh, Nummer 12 gespielt? Das würde mich auch interessieren, vor allem weil wir mhm. jetzt auch wieder mehr Teams dann haben werden. Und, ich Und und also es bleibt spannend, es bleibt geil, es bleibt einfach nur hammer. Ja, eine Sache würde ich gerne noch mit dir ansprechen wollen. Ja. Du hast es eben schon einmal angerissen. Der MVP Mali hat es schon verdient, oder? Vollkommen. Also vollkommen. Das Ding ist einfach, man kennt natürlich viele Spieler, man kennt auch die anderen und irgendwie hat es jeder in einer gewissen Weise verdient und man gönnt es jedem. Aber ja. wenn man summa summarum wirklich gucken muss, wie der abgeliefert hat, das war doch durch, auch über die Saison sehr gut gespielt und jetzt auf den Finals nochmal schön abgeräumt. Ja. Also für mich wirklich der Einzige, der ihm da vielleicht den Titel noch hätte streitig machen können, wäre Scrunk gewesen, weil er einfach so eine übertrieben krasse letzte Map gespielt hat, also letzte Partie gespielt hat. Ja. Aber grundsätzlich ja der... Schaut, schaut euch die VODs an, das kann ich euch nur äh, äh, als Hinweis geben. Äh, vor allen Dingen im Halbfinale war Mali, bam, also wirklich exorbitant gut. Der war auch immer wieder bei unseren Highlight-Clips, die, ja. diese wöchentliche Serie, die wir auf Netian Damage haben, war auch immer wieder dabei mit seinen Spray-Transfers und was er da nicht alles hat. Stimmt auf Mirage, ne? Diese, dieser ja, genau, Spray-Transfer, der war echt, also der war ja. wirklich schon. Aber muss man einfach sagen, äh, super gut äh, ist der da bei Berserk drin und ich glaube, das ist auch wirklich das, was uns immer mehr äh, zu vorstellen wird. Äh, die Skilldichte wird größer und vor allem das Niveau wird größer in Deutschland. Wir haben mittlerweile wirklich einige Spieler, die zumindest mechanisch ganz oben mitspielen können. Ja. Auf jeden Fall, richtig. Und jetzt muss sich das einfach nur noch entwickeln. Jetzt muss die Zeit kommen. Jetzt braucht man das Geld, jetzt braucht man die Teams, die Sponsoren, die letztendlich dann ähm, den Teams ermöglicht, wirklich Vollzeit an sich und an Counter-Strike zu arbeiten. Und man sieht es ja auch in an anderen Ländern, dass das dann sehr gut funktioniert, äh, was den internationalen Vergleich angeht. Ganz genau. Und nächste Season wird nämlich auch noch mal ein bisschen was umgestellt in der night Damage Liga, denn es werden zehn Teams in der nächsten äh, Season dabei sein. Wir stocken also auf. Einen weit gibt es noch. Und äh, noch ein zweites Team kommt dazu. Wer war es denn nochmal? Weißt du es gerade? Ist es glaube ich schon mhm. bekannt oder nicht? Ist es bekannt? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Wenn es bekannt ist, liebe Freunde, dann findet ihr es auf 99 Ganz genau. Wenn es noch nicht bekannt ist, haben wir damit unseren Job gerettet. Lassen wir diesen Cliffhanger auf jeden Fall offen. Genau. Äh, erkundigt euch. Genau. Schauen wir nochmal vorbei. Da gibt es <laughs> nämlich äh, noch mal ein bisschen neues Format, also nicht ein neues Format, <laughs> aber eben mit diesen zehn Teams, zehn Teams noch mal aufgestockt. Anderes. Sind mehr Spiele, sind mehr Gegner, sind Richtig. mehr Maps, die man über die laufende Saison spielt. Natürlich ist das auch wieder ein bisschen mehr Druck für die Teams, dass man natürlich sich national äh, so konkurrieren muss, aber die Liga wird immer größer und dementsprechend auch sinnvoll, dass man da mehr Teams einbezieht, um ja. letztendlich ihnen auch die beste Bühne zu bieten. Genau, und eben nochmal die neuen Aufsteiger, die dazukommen. Ja. Ich glaube, dadurch ist es nämlich auch der Neunte und der Invite ist nur noch nicht bekannt. Mhm. Das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich nochmal bekannt gegeben. Und da sieht man dann auch noch mal vielleicht ein größere Unterschiede. Jetzt war es immer sehr gestaucht, so dass man eben die ersten vier Playoffs, die letzten drei sind eben Relegation bzw. Direktabstieg. Mhm. Und dazwischen kann man sich halt nichts kaufen Gab's so. Nix, ja. Genau. Und äh, jetzt ist da eben noch mal ein bisschen alles umkämpfter da einfach dadurch. Ja, die Dynamik ist einfach größer. Man hat einfach äh, auch, äh, sage ich mal. Komfortablere Endsituation, wo man ganz klar sagen kann: Okay, wir haben wirklich noch die Möglichkeit, äh, drei verschiedene Plätze anzugreifen und nicht wie jetzt, wo es mit acht Mann gestaffelt ist und du wirklich zwischen, zwischen Playoffs und äh, Abstieg eigentlich nur eine Map hast. So. Ja. Hat natürlich auch seine Würze und seine Spannung, aber je größer natürlich auch die Community wird, desto mehr Leute braucht man natürlich auch ganz oben im professionellen Bereich. Und das bedeutet ja auch, zehn Teams können sich auf einer Ebene messen, die letztendlich auch Deutschland äh, weiterbringt in Counter-Strike. Richtig. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Lineups jetzt äh, über die Offseason entwickeln werden. Auf den Finals ja, war nämlich ist. auch schon bekannt, drei Teams werden wechseln. Mhm. Also das eine oder andere wird da noch passieren. Das ja. eine oder andere oder der eine oder andere Vertrag wurde bestimmt auch schon unterschrieben mittlerweile. Bestimmt. Aber also das gibt es wahrscheinlich alles auf Social Media und das ist ja auch nochmal hervorzuheben, Expert gewinnt diese Finals, obwohl sie danach nicht so weiterspielen werden. Richtig. Frank hat auch gesagt, er freut sich ganz besonders, dass er mit David K. endlich mal was gewonnen hat. Und mit Seiten tatsächlich auch, weil er mit ihm auch schon mal bei Ironix gespielt hatte, ich glaube 2016 oder so. Und mit David Cava würde ich tatsächlich, dass er drei Finalspiele mit ihm vorher auch verloren hatte in seiner Karriere. Unglaublich, aber das ist es einfach. Manchmal steckt da einfach der Wurm drin, aber dranbleiben. Und man sieht ja jetzt, ja, Effort wird belohnt und äh, ich denke mal, da ist Grunk auch eines der besten Vorzeigebeispiele, die man in Deutschland ja. bezei also zeigen kann. Ja. Auf jeden Fall. Sehr versöhnliches Ende, glaube ich, für die alle. Mhm. Und für JDC und Andy, beziehungsweise mit Skrunk eben, für dieses Trio ist es auch nochmal schön, jetzt gewonnen äh, zu haben, obwohl man eben auch noch Bootcamp hatte mit den neuen Spielern ja. schon vor ja. den Finals. Ja. Und jetzt so schön in die neue Season starten kann, mit der Super. Trophäe wieder. Mhm bei der Organisation quasi zu lassen. Und eine Offline-Trophäe. Man muss es Richtig. ja vorheben, äh, auch wenn es natürlich jetzt äh, überschaulich im Studio war, trotz einer Riesenproduktion, es waren jede Menge Leute dahinter und sie haben es auch gesagt. Ey. Es ist jedes Mal einfach nur ein geiles Feeling und auch äh, einfach nur schön zu wissen, man spielt offline, man spielt auf einer Bühne und kann sich da einfach in seinem Lieblingsspiel äh, durchsetzen. Ne? Yes. So, ich würde sagen, das war es jetzt von uns aus Venom für diese Season. Schaut während der Offseason gerne auf bei unserer äh, Wechselbörse vorbei auf Hair Damage, die Dachwechselbörse. Da werdet ihr über alle äh, Transfers quasi informiert, wie die Lineups gerade aussehen, was für äh, Wechsel gerade stattgefunden haben. Könnt ihr alles da nachvollziehen. Wendem, ich danke dir für diesen letzten Liga-Talk dieser gerne. Season. Es war immer sehr schön mit dir. Vor allen Dingen ich als Kölner der Elfte im Elften und so weiter. Ach, das da ist er wieder. Haben, genau. hey, <laughs> hab mich auch gefreut, mit dir macht es immer wieder Spaß. Auf jeden und, Fall. Äh, ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, und Astralis, dass die bei uns jetzt joinen, das wissen sie noch nicht. Ne? Eben, das wissen sie noch nicht. Der Invite wird aber noch bekannt gegeben. Alles klar.